Hallo und willkommen zurück im Haukenland. Gerade ist der Stream einmal kurz abgekackt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Ah, jetzt scheint es aber zu laufen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich gestern stehen geblieben bin. Nom 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 nom. Bei den Lampen. Genau. Da habe ich ja noch Luma über. Den kann ich noch mal loswerden. Der Pfeil steckt da immer noch drin. Sensationell. Zwar hier. Packe ich den da oben mal mit rein. Farbpulver lasse ich auch mal hier. Das habe ich mir ja ein schönes Flugzeug gebaut. Eier habe ich noch über. Den Rest muss ich auch mal weghauen. Kam nämlich vorhin eine Idee. Nicht nur was Lampen betrifft, die ich ja jetzt dann auch verbauen kann. Sondern auch noch andere Sachen. Was will hier loswerden? Kein Platz mehr für Holz. Gibt's ja nicht. Das soll ich mal eine große Kiste hinmachen. Und draußen regnet es, das ist gar nicht schön. Ich mach Redstone-Fackeln. 64 Stück. Naja, wer es braucht. Ich jedenfalls im Moment noch nicht. Ja, und überlegt hatte ich mir. Soll ich da auch gar das Mosaik nehmen? Ich meine, davon habe ich ja auch alles in mir. Oder einfach nur den Maystone. Nee, nur Maystone. Ich die Kiste mal ein bisschen leerer. So. Jetzt gehe ich das mal verlegen. Vielleicht sollte ich mich erst nochmal. Lass mich raus. Ins Bettchen legen hier. Vielleicht wird ja dann auch das Wetter schöner. Nicht wirklich. Oh, hallo Andy. Flitzen. Wusch. Und zwar hatte ich mir gedacht, hier so. Ja, aber ja, also hier quasi. So, und dann bis da hinten. Dachte ich mir so. Foundation dient quasi für das Gebäude, das dann da irgendwann mal entstehen soll.
inwieweit ich jetzt hier mitkomme. Irgendwann werde ich dann auch anfangen müssen, da die den Hügel da abzutragen, die Berge und oh oh. Déjà versus Löwe. Ja. Löwenbaby tot. Ärgerlich. Darunter sollten ja keine Viecher spawnen, außer irgendwelche Bienen oder wie heißen sie gleich? Fireflies. Den da rein. Verbaut. Gibt's doch nicht. Hat so ein bisschen den Sex-Appeal einer Waschbetonplatte. Aber geil. Hat auch eine gewisse Schlichtheit im Design. Ja, das Gebäude, das werde ich auch noch nicht verraten, was ich hier hinbauen werde. Aber es könnte interessant werden. Und ich werde eine Menge Stein dafür brauchen. Vor allen Dingen auch Slopes dann nachher. Gespannt, wie weit ich jetzt hier komme. Dürften allerhöchstens ein paar Reihen sein. Aber bei zwei Stacks pro Reihe geht da schon einiges drauf. Auch hier wieder klassisch verbaut. Vorsichtig anticken. Bevor man da wieder 17 Steine rausgerissen hat.
Ente, 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 Ente. Und wieder zurück. Zur Abwechslung. Das baue ich zu, ist mir egal. Wenn es dann nachher an zwei Steinen scheitern sollte, dann weiß ich ja, wo ich so wieder rausbuddeln kann. Meistens so. Dann fehlen ja irgendwie ein oder zwei Steine. Ja. Mehr ist immer gut. Besser ist immer nicht schlechter. Genießt da wohl auch nicht so die Priorität. Der Internet Exploder. Da war doch gerade ein Leguan. Jawohl, genau das wollte ich doch haben. Man kann sich ja auch eine Leguan-Rüstung bauen. Ja, Mann. Das Ding aus dem Sumpf. Das passt doch dann prima in meine Sammlung. Da habe ich ja einen kleinen Fetisch für entwickelt. Wenn man sich eine Rüstungssammlung anlegt, neigt man dazu, extrem zu werden. Denn noch? Ah, ist der letzte Stack. Ja. So viel dazu. Jetzt kann ich wohl noch eben nach Hause wetzen. Meine Unterhose wechseln und dann eigentlich noch eine Ladung verbauen. Thank you.
mir zum Beispiel schon Reptilienschuhe machen? Reptile Boots. Das gab's doch auch mal in irgendeinem Spiel. Oder Mortal Kombat? Reptile wins. Ja, ich weiß es auch nicht. Millionen von Pfirsiche. Pfirsiche für mich. Sing ich's mal auf Deutsch, interessiert's die GEMA nicht. Die Rüstung sieht nicht mehr ganz so gut aus. Muss ich mal wechseln. Einsetzen. Aha. Und meine Drill. So, nächster Runde. Natürlich schon wieder dunkel, ja klar. Keine Zeit, Skelett. Weg, weg, keine Zeit. Und weiter geht's. Keinen vergessen. Jetzt wartet der bestimmt, bis ich zurückkomme. Ich werde beschossen. Sein.
auch immer er ist. Flabber. Wie lustig sie hüpfen. Geh weg, Spinne. Hast du dich beruhigt? Ja, Sonne geht hier auch auf. Ja, die spawnen wie so. Dabei habe ich da eigentlich gar keine so hohe Spawnrate eingestellt. Aus, als wenn ich da gleich mal etwas größere Erdarbeiten vornehmen müsste. Der Knochen taucht auf, der Knochen ist weg.
Knochen taucht auf, der Knochen ist weg. Merkwürdig. Ich hier noch komme jetzt. Wie viele? Katze, ich trau jetzt. Geh weg. Achso, habe ich ja sogar an. Achso, ja, vorher nicht gedacht. Ausnahmsweise mal. Der letzte Stick. Maze Stone. Was ist das denn?
Größer als gedacht. Weg mit den Samen. Hier noch hinsetzen. Und dann habe ich noch einen Slot frei. Schnell weg. Hui. Ist ja nicht schön mit dem Mond. Zu langsam. Ich sehe hier Endermänner in der Bude. Thank you.
gnadenlos an der Tür vorbeigerannt. Den Recycler könnte ich mal füttern. Damit er mir noch ein bisschen schönes Iridium macht. Der Massenfabrikator. So. Sind die Piepe schon wieder daneben. Das ist irgendwie ganz komisch. Die löst sich dann und ja, bleiben die Sachen einfach drin. Where has all the power gone? Ja, was ist das denn? Ja, was ist das denn? Das gibt's doch nicht. Ja, dann hier, einmal auffüllen, bitte. Da auch mal rein. So viele brauche ich auch nicht. Und schon wieder essen. Na gut. Ich die ganze Zeit da renne. Mit der galaktischen Gummihose, dann, ja. Ist das schon anstrengend. Da muss man auch mal viel essen. Ja, mit der Spitzhacke braucht man eigentlich keine Waffe mehr. Irgendwo werde ich den schon noch quitt. Jetzt habe ich aber nichts mehr zu essen. Was zu essen sollte ich schon noch mitnehmen. Was haben wir denn noch im Angebot? Steaks. Habe ich hier nicht mehr so viele. Sollte ich vielleicht noch ein paar in den Ofen schmeißen. Aber Eier sind nicht so der Burner. Auch Steaks.
So. Kann das mal lecker vor sich hinbraten. In der Zwischenzeit lege ich mich nochmal hin und dann werde ich am Morgen da erst weitermachen. Bäume erstmal noch stehen. Sieht ja auch ziemlich geckig aus so. Wie gesagt, der Hügel ist doch größer als erwartet. Und so trägt Drusenvon ganze Alpen ab. Freiwillig. Wenn über so einen Hügel, da lässt sich noch mit mir reden, aber ist dann, weiß ich nicht. Kilimanjaro wegbaggern, dann würde ich auch sagen, nee, dann nehmen wir lieber World Edit. Das ist dann schneller und einfacher. Ja, böse Schlange. Oh, ich bin vergiftet. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich sollte mal was essen. Zack. So viel Platz habe ich dann ja wieder nicht.
passt dann schon nicht mehr. Urwald wegbaggern hier. Ich glaube, mit dem einen Sand kann ich jetzt hier aber auch nicht viel reißen. Ja, aber die Sichtweite gefällt mir doch mal nach wie vor. Ja, doch, kann man mitarbeiten. Der Zirkus da hinten ist wahrscheinlich noch nicht aufgeploppt. Na gut, ich guck ja auch nicht in die Richtung. Aber da hinten ist er fertig. Den Tempel kann man noch sehen. Es ist doch erfreulich.
Gemacht. Überall liegen hier wieder marinierte Koteletts rum. Die isst doch keiner. Zack. Ja, wie gesagt.
Mit der Hacke brauchst du keine Waffe mehr. Fallen ja alle sofort auseinander. Selbst die Pferde. Na. Das passiert wohl, wenn man über diese... gehoben. So, Schneise der Verwüstung. Reaper. Joa, da war ich jetzt out of Maze Town. Die Sonne geht auf. Der Platz ist ungefähr zu einem Drittel voll. Ja, ungefähr, würde ich mal sagen. Ja, da werde ich noch einiges am Maze Town abbauen müssen. Aber es sieht auch irgendwie ein bisschen passender und schöner aus. Naja. Will ich mal lecker nach Hause fliegen. Dann nochmal die abgebauten Ressourcen in den Recycler schmeißen. Für mehr Iridium! Vielleicht sollte man da auch eine Online-Petition machen. Für mehr Iridium. Gegen Lanz. Für mehr Iridium. Mindestgeschwindigkeit auf der linken Spur auf Autobahnen, solche Sachen.
Ab damit in den Recycler. Jetzt hängt hier schon wieder daneben. Kann doch echt nicht sein, ey. Ja, und den Rest. Den packe ich mir mal auf Kiste. Uah. Als hätte ich gesoffen. Da haben wir Steaks. Ich habe auch gerade Hunger. Mit dem Rummel hier. Ich glaube, für Pflastersteine war gar kein Platz mehr in den Kisten frei. Nun ja, egal. Lampen müssen warten. Maystone muss ich auch noch mal gucken. Da habe ich bestimmt im Twilight noch ein bisschen was. Aber dazu kommen wir morgen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Und wenn ihr mögt, dann schaltet auch gerne morgen wieder ein, wenn es dann wieder heißt Haukeland Calling. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen guten, eine gute, eine irgendwas. Macht's gut. Bis moin. Ciao. Und damit möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Im Slide oben findet ihr die Playlist, falls ihr die Videos noch nicht kennt. Ihr könnt gerne den Andy drücken, um meinen Kanal zu abonnieren, um kein Video zu verpassen. Und mit den nötigen Tools unter dem Video könnt ihr das Video gerne teilen, kommentieren und favorisieren. Bis dann, macht's gut!